Okay, 3, 2, 1. Meine Lieben, schön, dass ihr mal wieder bei mir seid. Es ist sehr, sehr lange her, ich weiß. Ich habe viel um die Ohren gehabt, war etwas kränklich, kein Corona zum Glück, andere Dinge. Neuer Job, neue Abteilung, alles ist ein bisschen anders, als es vorher war. Ja, und nun habe ich tatsächlich mal ein paar Tage frei, ja, und habe mir das neue ABBA-Album runtergeladen aus dem Internet und bin so geflasht wie seit langem nicht mehr. 4 Buchstaben aus Schweden und die wissen schon, was sie machen, ne? Also die sind nicht dumm, also wirklich. Die beiden Jungs, Benny und Björn, und der eine ist Komponist, der andere ist Texter, und die anderen beiden Mädels, Agneta und Annafrid, also die Stimmen, die klingen immer noch so, als wenn 40 Jahre nicht gewesen wären. Ne? Und aufgrund dieser Tatsache habe ich mir 2, 3 Lieder vorbereitet und wünsche euch hiermit viel, viel Vergnügen beim Hören. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen auf ihrer Ebene tut. Okay, dann wollen wir mal. I Can Be That Woman. Ein sehr trauriger Song eigentlich, wenn man sich den Text mal so aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Da geht es um Schuld, um Alkoholsucht, um einen Hund, der vor Angst, weil der Mann da irgendwie mit dem Stuhl hin und her kickt und so. Ist schon hammerhart. Aber Leute, das ist das Leben. Man kann nicht immer nur über Liebe, Freude, Eierkuchen und alles ist schön, sondern auch mal andere Dinge ansprechen, die uns alle wirklich, wirklich berühren. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass es ein Text ist, der auch mal solche Probleme anspricht. Okay? Also, das war Video Nummer 1. Es folgt bald Video Nummer 2. Ciao, ciao.